Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning und wir sind gerade im Quest der trauernde König. Der Weg nach vorne ist versperrt, ich muss mich in dem Raum umsehen, um einen Ausweg zu finden. Laut meiner Begleiterin sind die weinenden Augen ein Schlüssel. Allerdings haben wir jetzt nicht eine Begleiterin, sondern den Kelrod an unserer Seite mit seinen magischen Fähigkeiten. Und jetzt wollen wir mal gucken, was hier ist. Was soll ich jetzt hier machen? Kann ich hier was tun? Ja, wir müssen den Schlüssel zu den Säulen. Also achso, warte mal. Ja, wir müssen den Schlüssel, indem ihr sie beobachtet. Es ist weniger ein Rätsel als eine Prüfung eurer Geduld. Ahmt die weinenden Augen nach und der Weg wird sich also nachmachen. Mhm. Das Ding geht irgendwie rauf und runter. Ah, jetzt kann ich hier raufgehen. Wenn ich hier drauf bleibe, was ist dann? Was passiert dann? Passiert dann um mich herum etwas? Wegen Nachahmen? Ja. Wir müssen den Schlüssel zu den Sorgen so schnell wie... Also gut. Wenn ich hier drauf stehe und wenn wir hier oben in die Augen gucken... Ach, da, jetzt kommt da das Wasser... Soll ich den Hebel ziehen? Alles klar. Wo weinen die Augen jetzt? Na? Ich bin doch drauf. Ich bin drauf. Und nun? Warum leuchtet dann der rechte? Muss man das vielleicht schnell machen oder so? Hallo. Heulende Augen. Wasserfall. Hm. Ja, das checke ich halt nicht. Warum das jetzt... Wenn ich da jetzt hingehe und dann... Ach, ich muss mir die Reihenfolge merken. Okay, das wollte ich wissen. Erst links, dann rechts und jetzt die Mitte, ne? Jawohl. Okay. Gut. Sollte man ja hinkriegen. Haha. Schlüssel beschaffen. Okay. Hat sich das jetzt hier irgendwie geöffnet oder so? Kelrod, guck mal. Das war gar nicht so schwierig. Man muss erstmal nur den Dreh rausbekommen. Lalalala. Wir haben übrigens immer noch nicht unsere Kapuze wieder auf. Ich habe sie ausgelassen. Seit damals. Obwohl sie ja halt trotzdem trägt. So ist nicht. Ich habe nicht genügend Platz. Das ist toll. Können wir vielleicht hier irgendeinen coolen Trank nehmen? Hier, kannst du den mal einfach schlucken? Was ist hier? Gemmenschleifen. Ja, komm, hau weg. Hau einfach weg. Das ist der Schlüssel zu den Sorgensterblichen. Er mag nicht von der Art sein, die ihr gewohnt seid, aber er ist es. Er ist ein Zweig des uralten, knorrigen Baumes, dessen Wurzeln sowohl diese Welt berühren, als auch Ishara, die Ebene der Magie, zu der alle Feien gehören. Er ist ein Zweig des Galgenbaumes. Die Sorgen nehmen die Gestalt des Galgenbaumes in beiden Reichen an. Und dieser Zweig erschafft eine Brücke zwischen ihnen. Kommt, bringen wir ihn zu Bisarane. Also gut. Okay, der haut jetzt einfach ab und lässt mich hier allein. Das ist toll. Tschüss. Bin ja nur ich. Ich hau hier wieder ab. Okay, komme ich hier durch? Ja. Hui, jetzt kommen bestimmt Gegner, ne? Oh, ich laufe einfach mal. Nee, ich kann sogar raus. Sehr schön. Endlich raus hier. Yay! Lad mal schneller. Okay, lad wirklich schneller. Danke. Den Singstein hatten wir schon. Da oben steht aber noch einer. Da oben ist noch einer, den wir nicht hatten. Wie komme ich da denn mal hin? Den wollen wir uns nicht entgehen lassen, finde ich. Also ich will die mir nicht entgehen lassen.
Und ich nehme dafür auch in Kauf, dass Gegner kommen. Aber im Moment ist relativ ruhig hier. Ja, genau. Das lässt sich doch einrichten, oder? Oh, oh. Hi. Und tschüss. Hast du noch ein paar Souvenirs für mich? Nö. Okay. Da. Haha. Wir spüren den Blick eines silbernen Raubtiers. Mit gerunzelter Stirn und Augen, die den Schleier durchdringen. Wir sehen das finstere, starre Gesicht eines wunderschönen, eleganten Endes. Wir kennen diese Maske des Todes. Dieses azurne Antlitz. Diese himmlische Träne. Als den Helm des Feinjägers. War jetzt hier irgendwas? Weil wegen Set gefunden und Baba Keletstein gefunden. Also anscheinend habe ich jetzt hier das erste Mal alle Singsteine zusammenbekommen. Aber, oh, mal eben so ein Set-Teil hier noch in der Kiste. Okay. Okay. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass hier auch noch eine Kiste aufgegangen ist. War das die Kiste? Ist die vielleicht erst aufgegangen jetzt mit dem Set, weil ich die Steine, oder war das jetzt unabhängig davon? Könnte ja sein, ne? Vielleicht war das so meine Belohnung. Vielleicht kriegt man tatsächlich Belohnungen dafür, dass man die Steine immer sich alle anhört. Und bis jetzt mache ich das ja immer relativ spontan und nicht so, ja, nicht so geplant, dass ich die jetzt alle suche, sondern halt, wenn ich einen finde, dann benutze ich ihn. Also ich laufe zwar richtig, aber es ist jetzt mega weit weg, oder? Könnte natürlich sein, ne? Ich guck mal lieber auf die Karte, sonst laufe ich mir her. Ja, ich laufe mir einen ab. Okay, ich soll nämlich wieder zum Haus der Sorgen. So, da bin ich wieder. Mit Schlüssel und allem drum und dran. Und der Kelrod lebt auch noch. Das weiß man ja bei mir immer nicht, ob die dann hinterher noch alle da sind. Ach, hier sind auch solche Gesichtssteine. So wie diese weinenden Augen, die wir gerade hatten. Hey, Leute. Seid ihr wieder schön am Meditieren? Ihr habt den Schlüssel zu den Sorgen. Ausgezeichnet. Um ehrlich zu sein, habt ihr mehr erreicht, als ich mir je erhofft hatte. Es war nicht Teil meines ursprünglichen Planes, mich so sehr auf euch zu verlassen. Alles, was ich brauchte, war, dass Kadorok durch die Hand einer anderen stirbt. Als mir jedoch klar wurde, wie bereitwillig ihr Jagd auf die Tuatha macht, erkannte ich, dass ihr jeder Herausforderung gewachsen sein würdet. Und so wurdet ihr zu meinem treu ergebenen Werkzeug. Wovon redet ihr da? Wie konnte sich Saturnyn all diese Jahre vor dem Geist so viele verbergen? Die Antwort ist einfach. Er war nur eine List. Seine Existenz war erfunden. Während die Augen alle auf Saturnyn gerichtet waren, hatte ein anderer die Freiheit, diesen Krieg zu führen. Und zwar ich. Zum Ruhme Gatflos und unseres Gottes. Als ihr den Balor getötet habt, erkannte ich eine Gelegenheit, sowohl das Haus als auch die Armee der Sterblichen auf einen Schlag auszulöschen. Ihr wurdet das Instrument meines perfekten Sieges. Was sollten all diese Winkelzüge? Entschuldigung, ich esse gerade Nüsse nebenbei. Aber ihr seid kein Tuatha, warum ich? Warum kein Feie? Was sollten all diese Winkelzüge? Also seid ihr kein Tuatha, warum? Schön, wir dürfen also mit ihm kämpfen, sich schon, weil wir könnten ihn auch gleich töten. Ja, wozu diese Winkelzüge? Ihr meint, warum ich meine Absichten nicht auf offenere und plumpere, oder sagen wir doch, sterblichere Weise dargelegt habe? Ich musste die Sorgen in meinen Besitz bringen, aber sie waren unerreichbar. Es hat mich Jahre gekostet, überhaupt von den Ältesten zu erfahren, ganz zu schweigen von ihrem Aufenthaltsort. Um die Ältesten zu erreichen, musste dieses Haus sterben. Und dafür brauchte ich eine Rebellion, wofür ich wiederum einen Mord brauchte. Und dafür brauchte ich euch. Toll. Also seid ihr kein Tuatha? Es ist wahr. Ich trage nicht dasselbe Gesicht wie meine Brüder. Wie ich es auch Gatflo erklärt habe, war es ein notwendiger Teil des Planes.
Aber ich habe diese Maske nicht ohne ein Opfer getragen. Zu lange musste ich ohne die Wärme des Prismeer leben oder die Liebe meines Gottes. Doch schon bald wird all das ein Ende haben und ich kann wieder meinen rechtmäßigen Platz einnehmen. Warum ich? Warum kein Feier? Eure Unkenntnis der Kultur der Feien, eure Ausdrucksweise, hat euch perfekt gemacht. Euch fehlten die Zusammenhänge, die es anderen vielleicht ermöglicht hätten, mich zu entlarven. Na toll. Aber das war nicht der einzige Grund. Ihr seid die Helden von Mel'Shenshir. Ihr mögt es vielleicht nicht zugeben, aber ihr seid für die Sterblichen ein Symbol. Ein Sammelpunkt für ihre Armeen. Wer wäre besser dafür geeignet, die Klinge zu sein, mit der ich die Alpha auslösche? Wer wäre ein besseres Werkzeug für die Vernichtung des Hauses der Sorgen? Es macht meinen Triumph vollständig. Perfekt. Mhm. Tut es nicht, Bizarane. Denkt ihr tatsächlich, eure Worte könnten mich dazu bringen, einen Plan aufzugeben, der nach 20 Jahren endlich vor seiner Vollendung steht? Eure Unverfrorenheit widert mich an. Es gibt nichts, was ihr mir anbieten, mir geben oder womit ihr mir drohen könntet, Sterbliche. Ihr könnt mich hier nicht aufhalten und ihr könnt mir nicht folgen. Aber verzweifelt nicht. Wenn sich die Sorgen auf die Seelen eurer sterblichen Krieger legen, werdet ihr schon längst tot sein. Myrkür wird euch noch hier ein Ende bereiten. Lebt wohl. Ist er jetzt tot? Nein. Also nicht tot, sondern ist er jetzt weg, meinte ich. Und warum kann ich ihn nicht angreifen? Wo bist du? Damit du erstmal weg bist hier. Ja. Nur, dass du Bescheid weißt. Und tschüss. Nein, du bist jetzt nicht gestorben, oder? Nein, bist du nicht. Ihr habt überlebt. Was auch immer daraus entstehen mag. Das Haus liegt in Trümmern. Die Ältesten wurden erschlagen. Und Bizarran hat uns an die Tuatha verraten. Er muss aufgehalten werden. Für unsere kostbaren Sorgen. Unseren gebrochenen Stolz, unsere gerechte Rache. Es darf ihm nicht gestattet werden, das Haus für den Krieg zu missbrauchen. Wie halten wir ihn auf? Wo ist er? Er ist an der Geburtsstätte des Sommers und Winters. Dort, wo der trauernde König das Leid und den Verfall gesammelt hat, die allen Winterfeien innewohnen. Er ist in Ashara. Es ist das Reich, aus dem alle Feien bei ihrer Wiedergeburt kommen und in das sie bei ihrem Tod zurückkehren. Es ist ein Ort aus reinster Magie. Ich fürchte, ihr seid der vielen Geheimnisse vielleicht schon überdrüssig, aber hier ist meines. Ich bin der wiedergeborene trauernde König. Bizarran brauchte einen Schlüssel, um die Sorgen zu erreichen. Ich hingegen nicht. Wow, okay, ihr seid der trauernde König? Ich habe es nicht immer gewusst. Als ihr nach Damalrok gegangen seid, habe ich unter dem Galgenbaum meditiert. Und ein Teil von mir, der lange geschlafen hatte, erwachte. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Warum ich schürfen konnte, obwohl alle anderen diese Fähigkeit verloren hatten. Warum ich mit den Sorgen sprechen kann. Ob es nun Schicksal oder Glück sein mag, wir müssen es zu unserem Vorteil nutzen. Ich glaube, als trauernder König
kann ich uns rechtzeitig zu den Sorgen bringen, um Bisaran aufzuhalten. Ich verstehe dich gut, aber es ist etwas ablenkend, dass wir die ganze Zeit mit meinen Brüsten reden. Wo ist Ishara? Es ist sowohl nah als auch fern. Es wird für eine Sterbliche schwer zu verstehen sein. Ishara ist ein ätherisches Reich, eine andere Existenzebene. In der Grube ist die Barriere zwischen dieser Welt und Ishara schwach und das können wir ausnutzen. Cool, dann lasst uns gehen. Ich weiß nicht, was geschieht, wenn ich versuche, euch nach Ishara zu bringen. Aber euer Wille ist stark und genau das könnte euch retten. Bisaran hat uns gegenüber einen Vorsprung. Er mag nicht groß sein, aber er könnte ihm genügen. Seid auf der Hut. Wir müssen uns beeilen. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Und eigentlich hätte ich lieber erstmal meine Krankheiten und Flüche heilen sollen, habe ich gerade gedacht, als ich schon Ja gesagt habe. Kann ich nochmal zurück? Wir haben den trauenden König gemeistert und das ist unsere liebe Freundin. Kann ich nochmal weg hier? Ich glaube, ich kann nochmal weg. Ich gehe mal jetzt zurück hier, wie immer, nach... Von diesem Ort ist keine Schnellreise möglich. Okay, wir sind am Arsch. Krone des trauernden Königs. Oh. Toll. Okay, so toll ist er jetzt auch nicht, aber immerhin haben wir was bekommen. Und hier haben wir das Set-Teil vom Bolgan-Fluch. Ja, ist super, aber wir haben wieder nicht genug Macht und so. Und wenn der Schild halt kaputt geht, haben wir einen Reserve. Das ist toll, aber wir haben auch bestimmt nicht so viele Tränke, ne? Und wir haben auch, nee, wir haben auch nichts mehr zum Reparieren. Es ist, wie es ist. Ich speichere mal hier. Sehr, sehr spannend. Ich finde es eine super Idee. Also ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass sie der trauende König ist, was ich aber irgendwie echt cool finde. Ihr besitzt eine gewaltige Willensstärke. Größer, als ich es für möglich gehalten hätte. Ich habe nie zuvor von einer Sterblichen gehört, die Ishara betreten konnte. Und doch sind wir hier. Ich erinnere mich wieder. Vage. Ich war schon einmal hier. Und habe diesen Ort geformt. Dieser Baum im Zentrum. Er ist die Verkörperung der Sorgen. Wir werden Bisaran dort finden. Aber er hat sich vorbereitet. Diese Barriere hält uns von ihm fern. Und es ist noch andere Magie im Spiel. Okay, was ist das für ein Ort? Es ist ein Ort, den der trauernde den ich erschuf, um die Sorgen zu beherbergen. Jenseits seiner Grenzen liegt Ishara, die Ebene der Magie. Wenn Fallen geboren werden, stammt ihre Lebenskraft aus Ishara. Und dorthin kehrt sie bei ihrem Tod auch wieder zurück. Dies hier ist ein mächtiger Ort. Wo sind die Sorgen? Der Baum im Zentrum dieses Ortes, das Gegenstück des Galgenbaumes, den ihr in der Grube gesehen habt, er ist die Form, die die Sorgen angenommen haben. Die Grube ist die Wiege des Winters. Sie ist mit diesem Reich verbunden, aus dem die Winterfeinde stammen. Und der Galgenbaum dient als Brücke zwischen der Grube und Ishara. Können wir die Barriere zerstören? Ja, das können wir. Ich kann die Ströme spüren, denen die Magie folgt. Und es gibt Schwachstellen. Knotenpunkte der Energie, die wir nutzen können. Aber Bisaran ist kein Narr. Er wird sie nicht unbewacht lassen. Und ich fühle eine sonderbare Präsenz. Irgendetwas wartet auf uns, Sterbliche. Irgendetwas Grauenhaftes. Yep. Wir brauchen ja wieder Gegner. Wie senken wir die Barriere? Bisaran hat recht damit, dass er die Magie dieses Ortes verändern kann. Aber wir können das auch. Wenn auch nicht ganz so leicht. Die Barriere ist stark. Aber sie wird von Knotenpunkten der Energie gespeist und diese sind verwundbar. Wir müssen sie zerstören, um zu Bisaran zu kommen. Okay. Ja, ich könnte sie jetzt noch weiter fragen, aber... Wir müssen uns beeilen. Ich lasse es mal. Oh, ich werde sie jetzt beschützen müssen und davor habe ich ein bisschen Angst, weil ich will sie echt nicht verlieren. So sehen wir uns wieder, Sterbliche. Kann ich tatsächlich hier sein? Stehe ich tatsächlich den Sorgen gegenüber? Ich erinnere mich. Nein. Schwerter. Feuer. Und dann nichts mehr. Aber er hat mich zurückgeholt, um euch zu bekämpfen. Ich kann es nicht. Es tut mir leid, Sterbliche. Glaub okay, du kannst nichts dafür. Passt schon. Oh.
Ja. Ja, mit zwei Tränken. Wie soll ich das schaffen? Scheiße. Nein, das wird nichts. Nein, das wird nichts. Ja. Das könnt ihr vergessen. Tränke, Leute, Tränke. Ich brauche Tränke. Ganz viele Tränke. Und ich weiß gar nicht, ab wo ich jetzt spiele. Okay, ich hier, aber wie, ich muss ja hier mal, ich kann ja nicht hier spielen. Und, ey, kannst du mich mal wieder zurückbringen irgendwie in die andere Welt? Ich bin nicht vorbereitet. So gar nicht vorbereitet. Ich will zurück! Komm, bring mich in die andere Welt. Oh Mann. Ja, aber ich bin ja völlig hier. Bin ja am Arsch hier ohne Gesundheit. Wo komme ich denn hin, wenn ich hier langlauf in dieser Jenseitswelt? Kann man denn hier mal machen? Hier, ich will weg hier. Okay, Berührung des Todes, aha. Okay. Wer bist du? Oh. Endlich seid ihr gekommen. Oh, oh. Ich muss zugeben, ich hatte euch nichts zugetraut, als wir uns das letzte Mal begegneten. Und nun bin ich hier. Mein Meister hat mich hergerufen, um sein Werk zu beschützen. Und ich werde ihm gehorchen. Ihr mögt mich zuvor besiegt haben, doch das wird euch nicht noch einmal gelingen. Du, das glaube ich dir sogar. Wenn ich euch hier den Kopf nehme, wird mein Meister vielleicht wieder Vertrauen zu mir haben. Wollen wir es herausfinden? Nein. Nein! Nein! Nein, wir wollen das nicht herausfinden, weil ich bin am Arsch. Ja, das wird prima. Ja. Ich wollte eigentlich nur loslaufen und Tränke holen. Ich bin noch nicht so weit. Ich brauche Gesundheitstränke. Hallo. Das ist voll scheiße. Hört auf, alle mit mir zu reden. Wie weit kann ich laufen, um was zu bekommen? Ich laufe mal da oben lang. Nee, dann kommt er ja auch wieder. Kann ich an ihm vorbeischleichen? Ich weiß gar nicht, wer da... Ah, er sieht mich. Kann ich an dir vorbeilaufen? Ich will mit dir nicht reden. Ich will nur Tränke holen. Tschüss. Und hier laufe ich da lang. Ich will mit eurem ganzen Kram überhaupt nichts zu tun haben. Läuft man hier dann immer wieder im Kreis? Ich meine, es ist schön hier, aber ich komme so gar nicht klar mit diesen Kämpfen. Das wird nicht funktionieren. Das wird so richtig gar nicht funktionieren. Ich will hier weg. Ich will meine Flüche und Krankheiten heilen. Ich will Gesundheitssachen holen und ich befürchte, ich werde nochmal ab einem anderen Spielstand laden müssen. Ja,
Darauf wird es hinauslaufen. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon bei 100 Parts sind oder es kann sein, dass das der 100. war. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ja, und blöd gelaufen. Bis dann!